Hi, mein Name ist Constanze Breitebner. Casting für Sisis Rache, Rolle Dr. Schwarz, zweite Analyse. Okay. Okay, ja, dann los geht's. Was haben wir da? Also, sehr angespannte Haltung. Sie ist an der Stuhlkante, beide Beine untergeschlagen und nur die Zehenspitzen eines Fußes berühren den Boden. Ellbogen, Oberarme an den Oberkörper angepresst, nervöse Finger. Alles sehr viel Spannung da. Ich meine, ja, jeder ist nervös, wenn er verhört wird, aber das ist ein bisschen da. Da sie zögert bei der Antwort. Und dann? Und sie wendet den Blick ab. Ganz klassisch nach links. Ja, also ich empfehle, diese Dame noch mal zu befragen. Ja, wird euch nicht erspart bleiben. Hallo, mein Name ist Constanze Breitebner. E-Casting für Sisis Rache, Rolle Viola, zweites Verhör. Nein, als wir die Halle verließen, hat er noch gelebt. Es ging ihm nicht gut. Er war erschöpft und hat gebettelt, dass wir ihn jetzt weglassen sollten. Der Film war ja fertig, abgedreht. Weil es mir peinlich war, er hat das mit jeder von uns gespielt. Ein Regisseur ruft eine Schauspielerin an und bietet ihr eine Rolle an. Und da er auch der Produzent ist, hat man sich nichts dabei gedacht. Ach ja, bitte, es ist noch ganz geheim, weil die Produktion ist noch nicht ausfinanziert, aber ich möchte unbedingt Sie, weil Sie sind so speziell und so ideal und Sisi so ähnlich. Das doch mit jedem ein bisschen anders gemacht. Mir hat er einen riesengroßen Blumenstrauß gebracht. Sisis Lieblingsblumen aus Madeira. Naja, irgendwann haben wir geredet. Ich meine, als die Kaiserin von Österreich ermordet wurde, war sie ein paar Jahre älter als ich. Deshalb habe ich geglaubt, dass ich die Rolle spielen könnte. So wie 5 weitere komplett verschiedene Schauspielerinnen das geglaubt haben. Wie dumm. Wie eitel. Dann haben wir uns doch miteinander unterhalten und ich habe zugegeben, dass ich auch gefragt wurde. Und dann entstand die Idee, dass wir diesen Film doch drehen wollen. Ist ja irgendwie cool mit 6 verschiedenen Sisis. Dieses, sagen wir mal, seltsame Drehbuch. Aber bitte, Sie müssen mir das glauben. Oder hat irgendeine was anderes erzählt? Als wir Freitagnacht die Halle verließen, hat er gelebt. Wir hatten ihn da eingesperrt und ganz wenig zu essen gegeben. Blut aus frischem Fleisch
steht im Drehbuch. Und 3 Orangen pro Tag, das hat Sissi gegessen, das war ihre Diät. Hätten wir auch müssen. Das hatte der Regisseur so geplant, er wollte alles realistisch. Und dass man sich übergeben sollte. Sissi hat sich auch immer wieder übergeben, sie ist Polemikerin gewesen. Steht alles im Drehbuch. Ja, er tut mir schon leid. Ist ja ein Mensch. Obwohl ich ihm wehtun wollte, ja, das stimmt. Ich wollte, dass er sich genauso lächerlich fühlen sollte, dass er sich genauso schämen sollte wie ich. Aber dass er dabei stirbt, das ist kein Film wert. Und keine Rolle. Warum er gestorben ist und wie? Das weiß ich nicht. Ehrlich, ich habe keine.